Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht das soweit gut. Mir geht es relativ gut, für die, die es interessiert. Ich habe gestern ein Video gemacht, das da heißt, Kaninchen Tannenzeugs zum Essen geben. Und das soll heute so eine kleine Ergänzung zu dem Video sein. Aber bevor wir auf das Thema eingehen, ob Tunja tatsächlich giftig für die Kaninchen ist, wollte ich erstmal ein großes Lob an die aussprechen, die gestern auch kommentiert haben und auch ein kleines Veto dort eingelegt haben. Ich finde es gut, dass es sachlich geblieben ist, dass es dann nicht plötzlich irgendwie persönlich wurde, dass man nicht beleidigt hatte, sondern einfach seine Meinung geäußert hat. Und ich denke, das ist eine gute Ebene so für eine Zusammenarbeit, für einen Austausch. Denn wenn man da jetzt anfängt, irgendwie persönlich und gemein zu werden, so neigt der Mensch doch dazu, dann abzuschalten. Und von daher fand ich das gestern echt klasse. Ich habe mich gestern zu keinem dieser Kommentare geäußert, ganz bewusst, weil ich heute dann quasi so ein Ergänzungsvideo bringen wollte. Mir ist gestern dann aufgefallen im Rahmen der Kommentare, dass das wahrscheinlich ein bisschen zu ungenau, vielleicht auch nicht gut genug erklärt bzw. aufgeführt worden ist. Tunja ist ja so eine Art Hecke quasi. Ihr wisst ja, dass ich jetzt hier plane, so ein Stück weit meine ganze Kaninchenstallgeschichte hier so ein bisschen zu verändern. Da hatte ich ja auch schon ein Video online gestellt, das so ein bisschen das Gebiet dort vorgestellt hat. Und so hatte ich mir das mal angeguckt und mir überlegt, was ich mit diesem ganzen Grünzeug mache, und dachte mir, dass es dann wahrscheinlich eine gute Sache ist, wenn die Kaninchen das einfach alles aufessen, ne? Ist ja dann so eine Win-Win-Situation sozusagen. Das, was bei mir sowieso raus muss, kriegen die dann quasi als Essen. Ja, und als ich das dann online gestellt habe, waren sehr aufmerksame Zuschauer, die dann auch sofort dieses Tannenzeugs dort auch als Tunja identifiziert haben und auch gesagt haben, dass das giftig ist. Und dann will ich einmal danken für, ich habe mir das tatsächlich diesmal auch alles aufgeschrieben hier, damit ich hier nicht durcheinander komme. Patrick Jans hat dort dann geantwortet, dass man es auf keinen Fall verfüttern soll, weil das giftig ist. Genauso auch Happy Bun hat darauf hingewiesen. Und tatsächlich, wenn man den Begriff Tunja und Kaninchen so als Sammelbegriff dort dann eingibt, findet man dort auch verschiedene Meinungen und Hinweise. Und ich muss sagen, so, das ist so das Ergebnis meiner Recherche, dass Tunja in großen Mengen giftig sein kann, sowohl für den Mensch als auch für die Kaninchen, sag ich mal. Der Mensch sollte das gar nicht essen, also an alle Veganer da draußen, haltet euch von diesem Gewächs fern, das soll nicht so gut sein. Und für die Kaninchen in großen Mengen ist es auch nicht gut. Also es kann tatsächlich giftig sein, und dass die kleinen Kaninchen das quasi nicht so gut abkönnen. In kleinen Mengen ist das eine gute Nahrungsergänzung, und wie ich dort dann auch mehrmals zu lesen bekommen habe im Rahmen der Recherche, ist das gerade für Kaninchen, die Schnupfen haben, eine gute Ergänzung der Nahrung. Man sollte aber darauf achten, dass man da nicht zu viel gibt, sondern das alles wirklich im Rahmen zu lassen. Kaninchen haben meistens, so könnte man das sagen, einen angeborenen Sinn für das, was giftig und nicht giftig ist. Also sie fressen nicht alles, und da, wo ihre innere Stimme sagt, dass das wahrscheinlich eine unglückliche Pflanzenkombination ist, da gehen sie in der Regel auch nicht bei. Und wenn das Kaninchen quasi Tunja nicht essen möchte, dann wird es das auch nicht essen. Und in kleinen Mengen ist es in Ordnung, eine gute Nahrungsergänzung. Es ist halt so die Frage, wo ist da die Grenze, wo ist da nicht die Grenze. Also ich sag mal so, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, meine persönliche Empfehlung.
Wenn ihr euch da unsicher seid oder kein gutes Gefühl habt, dann gibt es nicht. Denn es gibt ja noch viele, viele andere Geschichten, die man den Kaninchen dort dann zum Futter geben kann. Wenn ihr das in kleinen Mengen geben möchtet, ist das auch in Ordnung. Das sollte jetzt nicht das ausschließliche Futter von den Kaninchen sein, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es den nicht so gut bekommen wird. Das hat auch ein Kommentar bestätigt, und zwar Leon der Cabrio Hoffmann. Auch dir vielen Dank für deinen Hinweis, dass man es in kleinen Mengen auch mit verfüttern kann, dass es eine gute Nahrungsergänzung ist. Und ich denke mal, dass das die Aussage ist, die man so stehen lassen kann, die auch andere, ich sag mal, Verfasser von Internetseiten so auch anvisieren. Man kann es in kleinen Mengen geben. In größeren Mengen wird das sehr wahrscheinlich giftig sein. Kaninchen haben aber auch in ihrem Inneren quasi ein Alarmsystem, dass sie so ein Stück weit auch von solchen giftigen Geschichten auch abhalten wird. Vielleicht nochmal so das ein oder andere Wort zu Tunja. Das scheint wohl auch ein Heckengewächs zu sein, was die Gemüter so ein Stück weit spaltet. Manche sagen, es ist okay, andere sagen, nein, wie kann man nur, das ist giftig, das darf man nicht, das muss auf jeden Fall raus. Ich denke mal, die Mitte wird das dann wohl da auch machen. Also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, lasst es einfach komplett weg. Ansonsten in geringen Mengen ist es in Ordnung. Es schadet den Tieren nicht. Wenn die es annehmen, wenn ihr es anbietet und sie es annehmen, ist es gut. Und wenn nicht, dann sollte man sie auch nicht dazu zwingen. Ja, ich hoffe, das fandet ihr einigermaßen interessant. Sonst würde ich euch einfach einladen, für diejenigen, die ganz neu auf dem Kanal da sind, ein Abo auch hier zu lassen. Schenkt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Schreibt gerne was in die Kommentare und da gerne ein Beispiel vom letzten Video nehmen. Es ist alles sehr sachlich abgelaufen. Es ist alles, ich sag mal, in Anführungszeichen relativ harmonisch abgelaufen, und so soll es dann auch sein, ne? Keine Hater, keine Beleidigungen oder ähnliches, denn das gehört hier nicht hin. Das wird auch nicht beachtet und so soll es nicht sein. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen restlichen Tag. Bleibt anständig und bis dann. Ciao, ciao.